Hier kann ich nicht lang. I won't get anywhere without a map or some other clue. Ach doch, ich kann. Warte mal. No sense in going any farther until I've dealt with the town. The trails are beautiful, but first I'd have to know where to go. Okay. I won't get anywhere without a map or some other clue. No sense in going any farther. The trails are beautiful, but first I'd have to know where to go. There's no time for scenic hiking trail. No sense in going any farther until okay. I won't get anywhere without a map or some other clue. Sie ist pissig, wenn ich einfach so rumrenne. Turm. Das muss ich auch irgendwie flicken mit irgendwas. Ich nehme jetzt einen Tipp. Badezimmer. Ach Gottchen. Ah, ja, da hätte ich auch mal drauf kommen können. Okay, die Rohre sind kaputt, also muss ich sie wohl reparieren. War ja klar. Also eigentlich wäre es klar gewesen, wenn das nicht super mega versteckt gewesen wäre. Also abschneiden, Ringe einsetzen, zusammenschieben. Okay. Kann ich das jetzt... Okay. Zuerst das. Dann die Dichtung. Dann das Stück Rohr. Schlönk. Wieder aufdrehen. Kriege ich jetzt Wasser? Och. Eine Tasse Wasser. Kann ich den Lappen sauber machen? Kann ich die Seife abwaschen? Nein. Gut. Achso, vielleicht sollte ich das Wasser wieder abdrehen. Umweltbewusst, wie wir sind. Den Typen jetzt. Ja. Detective, it's you. You're still. Thank good. Oh, I'm wounded. I don't have much time. Listen, the truth is not what it seems. Take the bag I tried to give you. These old files will make you understand. Don't waste time on me. You have to rescue Kate before it's too late and save yourself. Oh, no, not again. But I have to go. He's calling. Okay. I have to go. He's calling. I have to go. He's calling. Wie oft sagt das jetzt? I have to go. He's calling. Ah, jetzt ist hier wieder irgendwie... Kann ich wieder was finden. Da. Das kann er. Brille. Kleid. Socken. Socke. Da. Törtchen. Lippen. Und ein Kö. Wo ist der denn? Ich
gegen einen Billardkühl. That has to be the bag the wounded man told me about. Maybe I can reach it from the window. Okay. Komm ich da mit dem Kühl dran? Stocher, Stocher. Well, if that wasn't an ill-timed gust of wind. An ill-timed gust of wind. Yes. I remember now. No! You were wrong! You're still in great danger! He murdered them all! Can you imagine? But it's not over yet! Here, take this. Inside are the answers to the remaining riddles. Es regnet in Strömen. Der Wind ist unglaublich stark. Hier, ich reiche dir eine offene Tasche mit Papieren drin. Ehrlich. Fast leer. Ich hoffe, ich kann einige finden, die der Wind davongetragen hat. Wow. Case Files Maple Creek. Ja, diese Akte sieht alt aus. Könnte sie ihm gehören, Detective Hamilton? Wahrscheinlich. Regelmäßig und niemals zu spät. Kein einziger. Eine Sekte? Das Foto muss in der Tat sehr alt sein. Das Tor ist von Efeu überwuchert. Mhm. Sein Haus muss einbrechen. Ist dieses Haus in irgendeiner Weise wichtig? Ja, wahrscheinlich. Da war doch noch mehr! In der Kapelle kriegen wir wieder irgendwas? Also ich wusste das jetzt nicht. Ich bin einfach reingegangen und habe gesehen, okay, da ist wieder irgendwas. Stern. Tesi war doch hier, genau. Ein Hammer. Uhr. Nägel, Koffer. Feder und Herz. Und diese unglaublich oft knarzende Tür. Feder und Herz, Feder und Herz, Feder und Herz. Feder und Herz. Da. Hammer und Nägel, okay. Wozu brauche ich die jetzt? Ach so. Ah, mein Auto glitzert. Da war aber auch was hier. Das Geheimversteck. Könnte das ein Bootshaus sein? 69913. Jo. Okay, Haken und Seil. Radmuddern. Kleeblatt. Hier ist doch ein Kleber. Ja, so eins drauf. Walkie-talkie, Kaffeebecher, Handfeger, Zahnrad. Habe ich doch irgendwo gesehen. Da. Eichel. Eichel, Eichel, Eichel. Da. Feuerlöscher. Dreieck. Dreieck und Pfeil. Dreieck. Pfeil, 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 Pfeil. Wer einen Pfeil sieht, schreit hier, bitte. Blind. Blind, blind. Da sind Pfeile. Hä? Jetzt hängt's wieder an einer Sache.
Wie viel Uhr haben wir denn? 16.37 Uhr. Okay, ich muss gleich einmal kurz ein Päuschen machen. Und einmal den Pizzateig für heute vorbereiten. Sind auch Pfeile drauf. Dreiecke, Pfeile. Oh je, die Seitenfenster sind wohl zugefroren. Ja gut. Bei dem Kleiderbügel. Ah, so ein Fall. Danke dir. Gutes Auge. Haken und Seil. Brauchen wir für irgendwas. Achso, da war noch so ein Stück Papier. Der Prediger. Die Einwohner halten große Stücke auf dem Prediger, doch mir bereitet er Unbehagen. Okay, von dem Typen haben wir auch ein Foto. Ja, mal sehen, ob ich morgen überhaupt losfahren kann. Das sagt mir nichts über Richard Hamilton. Nein, das sind ja nur seine Notizen. Aha. Okay, vielleicht brauchen wir einfach eine neue Rubrik oder so. Weil das bringt uns nichts, ja. Gut. Können wir zum Turm hoch? Hammer und Nägel. Klopf, klopf, klopf. Und hinauf. Keine Glühbirne. Ja, hier kann man sich umsehen. Aber das kostet einen Dollar. Ach, ich muss erstmal die Linse reinigen. Ich brauche ein Reinigungsmittel. Und wo habe ich jetzt das vierte Reliefstück her? Wann habe ich das denn gefunden? Gut. Ich beschwere mich nicht. Rein damit. Gut. Kann ich das auch drehen? Oder... Warte mal an, Alter. Dies ist ein Puzzle. Ach. Drehe die Teile und verschiebe sie, um das Bild wiederherzustellen. Ah, Doppelklick. Verstehe. Ja, echt. Ich weiß auch nicht. Die stellt sich manchmal an. Ich würde da auch einfach irgendwie einmal hopfe und ab dafür. So, da gehört es hin. So. Weiß ich noch nicht. So. Da irgendwo? Mhm. Wahrscheinlich irgendwo da? Ja. So, knarz. Netter Hintern. Da. Und zack. Errungenschaft freigeschaltet. Helles Köpfchen. Jetzt können wir das Tor aufmachen. Ich brauche aber noch ein Reinigungsmittel. Huch. This isn't how I remember it. Someone's been here and examined the body. Da sind Fußspuren. War das der Fackel, Heinz? Kann ich das? Nee. Knaps. Kann ich hier was von der Seife nehmen eigentlich? Nee.
Das wäre zum Beispiel ein Reinigungsmittel. So, vielleicht. Wohl nicht. That's my evidence wall, but that's not my handwriting. Die Glocke, Detective. Triff mich anschließend bei der Statue. Okay. Die Glocke. Wenn ich diesen Mann finden will, muss ich wissen, was diese Statue ist. Woher weißt du denn, was das für, ob das ein Mann ist? Hm? Und woher wollen wir denn jetzt wissen, dass das der Typ von der Tankstelle war? Ich muss ihn treffen. Wer ist der? Was führt er im Schilde? Ich habe ja die Vermutung, dass das der Detective ist. Detective Hamilton. Glocke. Kann ich das denn? Ne. Kirche? Ja. Ein Katzenalarm steht im Chat und da kommt die Katze angefahren. Hi. Gib mir Essen. Okay. Ja. Hopp, hopp, hopp. Ups, Kopf angehauen. Da ist die Lilly. Sie ist mit einem energischen Brrr die Treppe hochgefahren. Ja, wie sieht das so tut, die kleine Wurst? Ja, was? Möchtest du dich da hinsetzen? Ja? Brrr, Motor starten und zack, hochrennen. Rutsch. Jetzt 1 Stunde und 15 Minuten zu ihrem Essen. Höchste Zeit, dass der Mensch hier runterkommt und ihr was zu essen gibt, ne? Allerhöchste Eisenbahn. Und die sabbert. Kleine Sabbatrine. Haken und Seil. Komme ich denn jetzt vielleicht hier runter? Oh ja, tatsächlich. Guck mal, Lilly. Da liegt was. Vom Friedhof. Was könnte die sein? Ich sollte mir diese Form besser merken. Warum nimmst du das nicht mit, Frau? Frage mich, wer den Ball hier gelassen hat. In einer Pension gibt es selten viele Kinder. Weißt du doch nicht? Zwecklos, die hat ein Loch. Die Wasser hat, ach so, die Gießkanne. Die Gießkanne. Boah, gib mir Essen! Seht ihr die eigentlich? Ja, ne? Hier. Alte Trolla. Lilly. Das, da ist eine Krähe. Guck mal, Lilly, da. Da, da. Da ist ein Burp. Da guckt sie. Hier sind Trauben, aber die sind nicht grün. Da sind grüne Trauben. Das Hamilton. Der. Brauche ich dich? Nein. Was muss ich denn? Lilly, hilf mir doch mal. Oh, da bewegt sich was. Haken, Haken. Oh. Jedes Mal, wenn da irgendwas aufleuchtet oder der Vogel sich bewegt. Was? Wo? Oh, da ist was. Schirm. Da? Eine Blumenzwiebel, ja. Da glitzert's.
bin abgelenkt. Die Katze lenkt mich ab. Schallplatten. Das dürfte ja jetzt wohl nicht so schwer zu sehen sein. Anscheinend ja schon. Kaugummi, Hake, Laute. Ich hab doch gerade da... Lili. Rrr. Schnurr. Mein Stream ist gerade, glaube ich, um 200% besser geworden. Weil das kleine Katzenhöschen jetzt da ist. Ein Kaugummi. Lili, such doch mal den Kaugummi, bitte. Please. Do it. Do it now. Schaltplatte 1. Mit Katzen wird alles besser. Vieles, nicht alles, aber vieles. So, jetzt brauchen wir noch ein Kaugummi. Madame, wo ist er? Werf doch mal. Guck dich den Mauszeiger an. Der guckt. Nee, das sind keine Kaugummis. Wer den Kaugummi sieht, kriegt 2 Gummipunkte. Das ist ein Rotkehlchen. Ich hab das gefunden. Zählt das? Ist das einer? Nee. Oberhalb der Krähe. Ah, in so einem Streifen drin. Ah, sehr gut. Brecheisen. Damit können wir... Achso, wir müssen über den Balkon wieder rein. In den Flur. Wieder runter. He's gone. I don't understand. The man was terribly wounded. Terribly? Furchtbar. Brecheisen, jetzt können wir hier aufmachen. Guck mal, Lili. Da. Ja, da drüben passiert auch was, das stimmt. Das sind so kleine Steine und das macht so ein richtiges Felsgeräusch. Lili! Da liegt was. Leichen im Keller. So viele. Das muss doch mega gestunken haben. Oh, das ist die Vermisste. Die Emily Schmitz. Sie verschwand nicht, sie wurde ermordet. Eine Schlussfolgerung. Von vor 30 Jahren, Vermont. 14. Juli 1980. Das Mädchen aus dem Zeitungsartikel. Ja, schön. Ihr Leichnam liegt in der Kapelle unter dem Fußboden, zusammen mit vielen anderen. Nur Mörder verstecken Leichen im Keller. Ach so? Sie müssen alle grausam umgekommen sein. Die Frage ist... Wer war es? Verdächtige? Wer ist der Mörder? Vielleicht er hier? Das Geheimnis von. Anscheinend hatte Hamilton den Prediger im Visier. Ist dies derselbe Mann wie auf dem Foto? Das ist fast dieselbe Pose aus demselben Blickwinkel. Natürlich ist er das. Wer sonst hätte die Leichen in einer mit einem komplizierten Schloss gesicherten Kapelle vergraben? Es genügt, um den Prediger zum Hauptverdächtigen zu machen. Ich brauche Beweise, etwa die Mordwaffe. Kann aber gut zeichnen, ja. Der Prediger ist mein Hauptverdächtiger. Ihn zu finden hat oberste Priorität. Yes. Er scheint nicht in Maple Creek zu sein. Er muss sich irgendwo versteckt haben. Aber wo?
Gut, dass wir da ein Foto haben. Oh Mann, da steht doch drauf, sein Haus muss einbrechen. Aber gut, er ist hier nicht zu Hause anscheinend. Vielleicht auch das Bootshaus. Was war das jetzt nochmal? Ach ja. Aber wo kommt das hin? Ist das die Mordwaffe? Ist das ein Opfer? Ist das die Glocke? Ja, gut. Detective Hamilton? Nein. Gut, dann können wir jetzt erstmal weiter nichts machen. Es ist ein Saarküken, Fütterung, Kätze. Yes. Es ist ein Fini. Guten Tag. Die alte Furzwurst hier. Da. Wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Ich muss gleich ein kurzes Päuschen machen. Eigentlich jetzt. Die ist nie glücklich. Es ist jetzt noch ungefähr eine Stunde bis zu ihrem Essen. Das heißt, die ist nicht glücklich. Anhänger. Also auf jeden Fall haben wir jetzt alles, um da zur Kirche reinzukommen. Oh, da liegt noch was. Wumms. Es ist eine Statue. Könnte das die Statue sein? Yes. Da liegt auch noch was. Zertifizierter Privatdetektiv. Detective Richard Hamilton. Beschreibung. Emily Schmitz. Eine Serie von Entführungen. Vermutet, dass sie ums Leben gekommen. Alle Opfer sollte Beweise sammeln. Ja. Ja, das haben wir bereits festgestellt, dass sie vor 30 Jahren verschwunden ist und dass sie jetzt tot in der Kapelle liegt.